Heute am 4. Advent möchte ich Ihnen ein Gedicht schenken, das Sie vielleicht durch die kommenden Tage begleiten kann, wenn nicht im Wortlaut, so doch vielleicht von der Stimmung, vom Sound dieser Worte her. Ich selber mag es sehr. Geschrieben hat es Hans-Dieter Hüsch. Hüsch, geboren 1925 in Moers, gestorben 2005 im kleinen Ort Werfen im Rhein-Sieg-Kreis, war Kabarettist, Schriftsteller, auch Kinderbuchautor, Schauspieler, Liedermacher, Synchronsprecher und Rundfunkmoderator. Neben 70 eigenen Bühnenprogrammen trat er besonders in den 60er und 70er Jahren regelmäßig im Fernsehen auf. Seit Ende der 80er Jahre engagierte er sich auch auf Kirchentagen. 1991 erschien Das Schwere leicht gesagt, ein Sammelband mit wunderbaren Texten, biblischen Nachdichtungen, auch Predigten zur Bibel, Glaube und Kirche. Als Kabarettist setzte er sich weniger mit tagespolitischen Fragen auseinander, sondern begriff sich, wie er selber sagte, eher als literarischer Entertainer oder philosophischer Clown. Als Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus trat er mit Nachdruck für die Anliegen der Friedensbewegung und gegen Rechtsextremismus auf. Seine Liebe galt dem Niederrhein, wo er herkam. Sein Fluss, der Rhein, kommt auch in dem Gedicht vor, das ich für Sie ausgesucht habe, seinen Dezemberpsalm. Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders, ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren. Mach dich fein. Jesus kommt, schmückt dein Gesicht, schmückt dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge, mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. Jesus kommt, alles wird gut. Zur Krippe hin, zeigt mir, wie es geht.